Hi miteinander, heute möchte ich mit euch zusammen ein Dreieck konstruieren. Gegeben sind die folgenden Angaben: B 3,7 cm, Winkel Alpha 46 Grad und die Seite A 4,5 cm. Hier drüben seht ihr die Skizze des Dreiecks. Ich habe mit Rot die gegebenen Angaben eingezeichnet: Winkel Alpha, Seite B und Seite A. Die Ecken habe ich beschriftet. Es kann losgehen. Als erstes lege ich die Seite B hin. Ich achte darauf, dass die so liegt, wie in der Skizze auch. Dann ist es für mich einfacher und ich muss nicht umdenken. Das ist der Punkt A und Punkt C. Als nächstes weiß ich den Winkel Alpha. Alpha misst 46 Grad. Ich weiß nicht, wie lange die Seite C sein wird, aber ich kenne die Angabe der Seite A. Ich kann jetzt die Seite A in den Zirkel nehmen, 4,5 cm, und ich stecke bei C ein. Die Kreislinie schneidet diese Gerade, die zur Seite C wird, hier in dem Punkt. Damit habe ich das Dreieck A, B, C. Dieses Dreieck hat nur eine Lösung.